das war unser kulinarischer Anpfiff zu Euro 2012. Und wir zeigen den Chips vor dem Fernseher die rote Karte. Ab in die Küche. Ab in die Küche. Lieber Sigi, wenn du gerade nicht mit mir Fußball spielst oder wenn wir nicht gemeinsam kochen, wo bist du sonst? Der Tipp war gut, Fußball spielen, aber an und für sich die meiste Zeit bin ich im Hotel Bristol tätig, jetzt seit kurzem, und habe auch ein Helferlein mitgenommen. Wer bist denn du? Willkommen. Ich bin die Alexandra, ich arbeite im Hotel Bristol als Lehrling. Und ja. Du wirst den Sigi jetzt tatkräftig unterstützen. Ja. Super, und wir haben auch Fischunterstützung mit. Lieber Herr Schuster, was haben Sie uns mitgebracht? Wir haben mitgebracht Kalamari zum Braten grillen oder dann einen schönen leinengefangenen Wolfsbarsch. Sigi, was kochen wir denn? Ich meine, das Thema passt super, das ist auch die Zeit, und dann machen wir ein bisschen was Mediterranes, das heißt ein bisschen was Leichtes, Erfrischendes. Und wir werden auch zeigen, also ich zeige dann heute nicht nur, dass man ein Tellergericht, also ein richtiges Essen, sondern auch statt Chips, wie wir gesagt haben, auch was anderes gibt, was man vor dem Fernseher essen kann und sogar noch gesünder ist. Und das schmeckt weitaus besser, das kann man gar nicht vergleichen. Bin ich mir sicher. Auf unserer Homepage zeigt Herr Schuster, wie das Filetieren von Fisch und das Putzen der Kalamaris am besten gelingt. Die wunderschönen Kalamari. Auch ganz was Tolles. Ich meine, vor allem hat schon super geputzt, schön, dann nochmal zum Nehmen. Bisschen Salz, bisschen gepfeffert. Könnt ihr auch ein bisschen Zitronensaft, das auch immer gut dazugeben. Und da kaufe ich einfach Kalamaris. Geputzte. Dann hat man Oliven. Die bleiben so lange am Baum hängen, bis schön selbst getrocknet ist. Das ist so zum Vergleich wie bei der Trockenbeerenauslese. Okay. Aber die sind fantastisch. Mhm. Ja, das sind wirklich, die werden wir auch ein bisschen dann erwärmen dazugeben. Und eben das gute, das Olivenpüree. Das hast du vorbereitet. Was ist da noch drinnen? Also bitte? Die Erdäpfel gekocht, passiert wie ein Kartoffelpüree und mit Olivenöl aufgerührt. Und da ist ja nett, da kommt noch ein bisschen Olivenöl dazu. Das werden wir jetzt machen, ein bisschen erwärmen. Und in der Zwischenzeit mache ich die Kalamaris. Alexandra, ich glaube, das ist deine Aufgabe. Ja. Ein bisschen Pfeffer. Also wie gesagt, Zitronensaft könnte man auch dazugeben. Ja. So, alles rein, Und ein bisschen Knoblauch könnte man auch dazu. Ja, das sind immer so wichtig. Ist wieder, kommen wieder unsere Kräuter ins Spiel. Ja. Die man ja im Garten hat. Oder am Balkon. Oder in der Wohnung. Ja. Das geht aber schnell, oder? Das geht sehr schnell, ja. Vor allem, die sind da wirklich schön zart. Unter ständigem Rühren die Kartoffel-Olivencreme erwärmen. Auch Olivenöl kommt immer wieder dazu. Tomatenwürfel könnte man dazugeben, ein bisschen Knoblauch noch dazu, das ist auch ganz nett drunter mischen. Frische Kräuter, Basilikum, Kerbel, das passt Estragon, das würde auch noch super passen. Also Zutaten haben wir dank Kochabo genug da, verkochen nicht alle heute. Nein. Okay. Aha. Und man sieht dann hier schon die rote Farbe, gell? Das ist eben von den Kalamaris, ja? Von der restlichen, von der, das färbt sie so, ja. Das färbt sie ab und wird dann so rötlich. So, dann geben wir ein paar Oliven dazu, ja, als knapper Gepäck, als so ein Laserless. Herrlich. Gut, dann werden wir einen Teller nehmen. Alles brutzelt und ist bereit. Jetzt kann angerichtet werden. Ist dein Chef das eine Tricks und Tipps verrät? Ja, da habe ich kein Problem, weil das ist auch wichtig. Ja, weil es ist die Zeiten, wo man, es hat es früher gegeben, da hat da jeder alles ein schwarzes Buch gemacht, haben die Chefs, dann haben sie dann immer irgendwo in die Ecke gegangen, haben es gesehen und haben glaubt, die beten, dabei haben sie ein schwarzes Buch gehabt und haben ihr Rezept raus und haben es gearbeitet, haben die was weitergegeben. Finde ich schade, ja, weil ein Rezept ist nur so gut, wie man selber auch ist. Also wenn ich 10 Leute habe und ich gebe selber ein Rezept, bin ich mir sicher, schaut jedes anders aus. Macht jeder anders. Jeder macht andere, hat eine andere Vorstellung. Ja. Ja. Also gibt es auch keine Geheimnisse, was soll's. Ja. Es ist ja schön, wenn man was weitergeben kann. Finde ich auch. Ja. Wunderbar. Es duftet nach Meer, man fühlt sich Ja, das ist schon, ja, also...
Balkon sitzen, Fernseher vom Nachbarn schauen, genau. Oder ich weiß es nicht. Ja, das, und einen guten Wein dazu, dann kann man das schon genießen. Genau. Ja. Die beiden verfeinern das Gericht mit Basilikum, Brunnengresse und essbaren Blüten. Wie das eingelegte Gemüse, das Sie hier sehen, zubereitet wird, sehen Sie beim Eurohäppchen Kalbsmedaillons auf mediterranem Gemüse. Apropos Wein, wir haben einen Experten bei uns, der uns sagt, was zu den Calamari gut passt. Hallo. Genau, hallo. Hallo Georg, servus. Wir haben einen Riesling mitgebracht vom Weingut Studeni. Ja. Aus dem schönen Weinviertel. Sehr passend, jetzt relativ frisch und jung, Jahrgang 2011. Zeichnet sich aus durch eine sehr helle, klare Farbe, ist dann sehr strukturierter Körper, schön mineralisch und geht halt auch in diese leichte Gewürze rein, passend dann eben sehr gut zum Rosmarin. Zum Wohle und auf geht's zum nächsten Häppchen. Lieber Sigi, Eurohäppchen, was gibt's? Wir machen ein paar so Kleinigkeiten. Anfangen tun wir, machen wir so kleine Kalbsmedaillon. Da haben wir ein wunderschönes Filet, also wirklich herrlich. Wiesbauer. Hast du es bestellt? Bei Internet. Funktioniert da los. Pünktlich gekommen. Ist immer wichtig, ja. Wenn auch der Euro wäre zu spät. Genau. So, und dazu machen wir ein paar so kleine Kürbisse geschmorte dazu und Artischocken. Das könntest du mir vorbereiten, bitte. Und ich mache die Medaillons. Schneide da schöne Medaillons runter und dann sieht man schon auch wirklich, also. Das ist ein ganz ein herrliches Fleisch, ganz zart. Ja, das werden wir schön medium, wenn wir es jetzt braten, ganz leicht. Alexandra hat in der Zwischenzeit die kleinen Kürbisse und Artischockenböden ins Öl gegeben. Und da geben wir ein paar frische Kräuter dazu. Also Kräuter ist immer. Das ist auf die Stelle. Ja. Ich meine, es gibt jetzt wirklich jetzt so eine Vielfalt und da soll man es auch verwenden, bevor es auswächst. Mhm. Gewisse Kräuter sind auch wirklich sehr gut, weil wir wissen auch, dass das Gießen der Pflanzen nicht für jedermann ist oder jede Frau. Die dürfen auch ein bisschen trocken sein. Die dürfen trocken sein, ja. Und da haben wir auch so schöne, das habe ich vorbereitet, eingelegte Paprika selbst gemacht. Ja, das heißt, wieder Paprika halbiert, geputzt, entkernt, in den Ofen gegeben bei 180, 90 Grad. Warte mal, halbiert, geputzt, entkernt, im rohen Zustand? Im rohen Zustand. Okay. Und dann in den Ofen gegeben bei 180, 90 Grad, bis sie die Haut löst. Dann abgezogen und dann nur mehr in Oliven eingelegt mit einem Knoblauch und Kräuter, herrlich. Und das kann man eigentlich mit allen machen. Die Kirschtomaten sind natürlich ein bisschen anders. Die Medaillons sind nun goldbraun gebraten und werden auf dem Gemüse angerichtet. Das Eurohäppchen wird noch mit den eingelegten Paprikastreifen verziert. Ja, und das könnte man auch so vorbereiten dann. Und das macht gar nichts, wenn es dann nur so lauwarm serviert wird. Jetzt dürfen wir verkosten. Schmausen wollen zu Hause, wir verlosen dreimal drei Rezepte, also drei Sackerl von Koch-Abo für zwei Personen. Aber Sie müssen auf unserer Facebook-Seite natürlich schätzen. Alle Rezepte bei uns gibt es auch auf der Homepage. Und wir haben nämlich vorher ein Kalbsfilet verkocht. Und was müssen unsere Zuseher denn schätzen, lieber Sigi? Genau, schätzen müssen Sie. Also Sie müssen schätzen, genau. Wie schwer war das Filet im Ganzen, was Sie gesehen haben? Wir wünschen Mahlzeit und dazu gibt es noch was zu gewinnen, nämlich die zwei Flaschen Wein, die Sie hier sehen. Viel Spaß beim Mitmachen, schöne Euro, gute Spiele. Genau. Danke. Das ist genau. Super.